Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Und zwar together. Ja. So, Jay, Spielzeit bla, Option bla, F1. Trittst du einen Schritt vor, treten wir auch einen Schritt vor. Ach so, das ist das. Ich weiß ganz genau, wo wir uns befinden. Ich habe mich auf die Stelle sehr gefreut, weil ich da schon lange nicht mehr war. Aber das Design dieser Route verdammt geil ist. Aber ich frage mich gerade, wie hat er das gemacht? Wie kommt er so schnell hierher? Es regnet. Toll. Boah, Jay. Gut. Wir sind auf Route Schlag mich tot. 117 ist die links von Malvenfroh, also westlich. Also müsste es 118 sein. Schaffen wir Bodycheck, warum nicht? Toll, daneben, super. Bam! Und wow, hat das überhaupt. Ja, es muss ja ein KP abziehen, es geht ja nicht anders. Aber es hat nicht so ausgesehen, weil sich nicht mal ein Pixel verändert hat. Nur von der Zahl her gesehen, aber naja. Gut, das Wumpel ist besiegt. Wer hat überhaupt ein Wumpel Level 27? Warum sollte man sowas haben? Das ist doch Schwachsinn. Setzen wir mal den Toasty ein. Der kann das Pudox, das jetzt kommt, mal ganz schnell eben brennen. Und dann ist alles toll. Sekunde mal, es sind noch zwei Level. Dann haben wir ein Dingens. Ein Logok. Das ist schön. Er lernt sich auch dann Feuerfeger oder erst ein Level später? Ich weiß nicht mehr. La 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 la. Setzen wir Glut. What the fuck? Mondschein. Ja gut, wenn man ehrlich ist, ist Glut auch keine tolle Attacke mehr. Also gut. Was hat drei Pokémon? Naja, dann machen wir es jetzt so. Dann setzen wir jetzt Hitzekoller ein und danach setzen wir, wenn es wieder ein Käfer-Pokémon ist, halt einfach Funk ein. Genau. Ja, das ist in Ordnung so. Spezialangriff stinkt stark. Stinkt Sack. So, wurde besiegt und erhält und als nächstes wird Panikon. Warum Panikon? Panikon ist einfach nur Käfer. Funk hat einen Brief, okay, den möchte ich dann lesen. Er wird mir wahrscheinlich irgendwas hinterlassen haben, sozusagen als Nachricht. Das hatte ich auch schon vor bei dem Rätselhaus. Ach ja, genau, jetzt fällt mir wieder ein. Das Rätselhaus hätte er gemacht haben, aber wahrscheinlich nicht neu mal, bin froh. Kann ich mir gut vorstellen, jedenfalls. Notsituation, okay, hat sich nichts geändert. Flügelschlag und bam. Und Panikon ist nicht ganz. Doch, weil Funk der Übergott ist. Das haben wir schon festgestellt. Ne? So. Ich habe mich admuted. Spieler besiegt Käfermaniac Uriel. Was ist das für ein Name? Wer hat sich den Namen für dieses Spiel ausgedacht? Das, was Desaster, Donnerstag, Blitzfänger vergessen. Arg muss du hohoho von. What the fuck? Desaster, Donnerstag, Blitzfänger vergessen. Arg muss du hohoho? Fragezeichen. Blitzfänger. Meint er damit vielleicht neunmal froh? Ich weiß es nicht. Kann's mir nicht vorstellen, aber ist. Gut. Ja, bis gleich. Ich schau mal kurz nach, ob er mal einen Froh gemacht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber bis gleich. Aber vorher noch, das sieht ein bisschen doof aus, wie das Gras hier ist. Also das sieht sehr falsch aus. Es sieht einfach nur wie Quadrate aus, die nebeneinander gesetzt wurden und keine richtige. Es sieht bescheuert aus, ja. Gut, bis gleich. Also offensichtlich hat er es doch gemacht, weil der Walter gerade gesagt hat, hey, du bist die richtige Person. Hier, das ist mein Dankeschön, eine TM, die Donnerblitz enthält. Nimm, du hast sie wirklich verdient. Hat er das mit Blitzfänger vergessen gemeint? Ich weiß nicht. Ich hoffe, er hat alles neunmal und froh eingesammelt. Ich werde jetzt auf keinen Fall zurückgehen und das wirklich danach suchen. Und so viel ich weiß, kommen in der folgenden Route auch nicht unbedingt Parts, wo man jetzt Dingens braucht, das Eilrad. Deswegen nehme ich mal das Kunstrad, weil da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ja, okay. Gut, wir haben jetzt Sonnenblitz. Ich weiß nicht, ob wir es irgendjemandem beibringen sollten. Ich denke mal, eigentlich, nee, gut, Merlin könnte vielleicht Donnerblitz als Elektroattacke, wäre schon nicht schlecht, ne?
Wir behalten es erstmal, vielleicht will es der Jay ja jemanden beibringen. Ja, Schutz wirkt nicht mehr, toll. Und gut, dann gehen wir wieder zurück. Hier ist nichts Besonderes, also einfach weiter. Hier bekommen wir die Profi-Angel, aber die hat er schon, habe ich gesehen. Ich kann nicht gewinnen, wenn... Bla. Okay, da oben war er auch schon, okay. Hat er jemanden Zerschneider beigebracht oder hat er dafür Zickzacks geholt? Okay. Aha. Zerschneider. Was hast du dafür verlernt? Absorber. Dir ist schon klar, dass sie jetzt keine Pflanzenattacke mehr haben, Junge. Dumm oder so? Dumm? Hallo? Ey, komm, du hättest wenigstens Geheimpower dafür verlernen können. Gut, Geheimpower ist eine gute Attacke an sich, aber trotzdem, hallo? Nein, was tust du? Gott! Okay, hier ist irgendwo das Haus des Bärenmeisters, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, Pokémon, toll. La la la, ich verbrauche nämlich viel zu viel Zeit jetzt wieder, ich weiß, und deswegen, ich möchte einfach nur noch Fortschritt jetzt ausnahmsweise mal haben. Deswegen, dich mache ich jetzt noch, aber danach mache ich erstmal keine wilden Pokémon, außer auf der kommenden Route dann, weil da ist natürlich dann logisch, ne? Aber jetzt erstmal. Statik paralysiert Bussi. Das ist toll. Mein Gott, die Runde war doch schon längst vorbei. Okay. Haben wir noch. Wir haben noch Paraheiler, die können wir noch aufbrauchen. Und ansonsten haben wir doch endlich viel Lava-Kekse. Ich denke mal, das wird reichen auf jeden Fall. So, hier ist Bärenmeister. Und hier war er noch nicht, okay. Ich werde von selbstbewusst platzen, wenn ich einen starken Trainer besiege. Okay. Das war ein unglaubliches Käfer-Pokémon. Mein großer Bruder hat das für mich gefangen. Okay. Käfer-Pokémon. Unglaubliches Käfer-Pokémon. Na, was wird dann wohl das Käfer-Pokémon sein, frage ich mich. Oh, ein Absol. Oh, geil. Ein Absol. Oder ein Pinsir, okay. Absol. Absol. Oder Absol. Oder Absol. Wie auch immer. Absol ist so... Also, das Pokémon... Also in der Anime-Serie wurde es Arceus ausgesprochen. Ich habe es bis dahin immer Arceus ausgesprochen. Oder Arceus. Ja, aber es erinnert mich irgendwie daran. Was machen wir denn jetzt am besten? Arceus ist Unlicht. Oder Arceus, whatever. Aber Flug ist auf Käfer effektiv. Das heißt, wir greifen Arbla an. Arbla! Absol! Verdammte Scheiße, mein Gott, wie komme ich denn jetzt auf Arceus oder Arceus? Ja, weil es halt so aussieht und weil wir das Thema gerade hatten, ne? Nicht, es sieht nicht genauso aus, aber es erinnert mich irgendwie ein bisschen dran. Dim, dim, Härtner. Na toll. Schwertertanz. Bam! Ding, ding, ding! Manko steigt stark. Ja, wirklich stark. Dim, 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 dim. Okay. Okay. Okay, natürlich. Ja, ist so klar. Der hat einen Astrank, logisch. Aber ich habe ja Bodycheck eingesetzt, nicht wahr? Ich glaube schon. Ich hoffe es jedenfalls. Gut, das Pinsir ist K.O. Nicht tot. Bäh. Und Bussi setzt nochmal Bodycheck ein und das Absol setzt jetzt hoffentlich keine Angriffsattacke ein. Das wäre ein bisschen doof. So, Schnabel darf ich nicht zuerst, weil es ruckzuck hier einsetzt. Ja, gut. Ja, das Absol wurde besiegt. Okay. Gertrud und Käfer von Hamnes sind besiegt. So viel zu meinem Selbstbewusstsein war, du Fiesling. Aha, toll. Hier gibt's nichts, okay. Strange. Gibt's denn hier was? Vielleicht war... Nein, hier waren bestimmt noch nicht. Mit Sicherheit nicht. Ein Hyperball. Das freut mich. Hyperballs! Mir ist awesome balls. Das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Willst du... Du willst kämpfen, genau. Was sagt das? Das war ja mit guten Aromen. Okay. Amor Lady oder sowas. Ja, einfach nur eine Lady wahrscheinlich. Nee, Amor Lady. Aroma Lady. Ach so, ich dachte mal Amor Lady oder so. Keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber das kenne ich halt von früher. Die heißt Erika, lustigerweise heißt. Ja, ihr wisst es eh. Dass auch eine Arenaleiterin aus Kanto so heißt. Genau. Okay. Egesam ist ausgewichen, logischerweise, weil wir unten im Boden sind.
Wobei es natürlich Sinn machen würde, wenn dann Egesame trotzdem trifft. Toll. Bosi wurde bepflanzt. Wir wurden besamt. Ja, witzig. Total gar nicht, aber egal. Bodycheck. Bam! Und das Roselia hat bestimmt Giftdorn. Okay, Giftdorn, wenn es einen gehabt hätte, hat es jetzt wenigstens nicht gewirkt. Was setzen wir da ein? Toasty oder Punk? Setzen wir Toasty ein. Toasty mit Hitzekoller, weil Glut ja anscheinend nichts bringt. Moment, stand jetzt Duflor oder Giflor? Da stand Duflor, okay. Apropos, für Giflor braucht man ja. Für Giflor braucht man ja einen Blattstein, stimmt's? Glaube ich zumindest, wenn ich das noch richtig weiß. Und ja. Wir haben keinen Blattstein. Toll, ne? Gut, also haben wir so lange in Duflor. Spezialangriff, Senkschlag, und das ist ganz toll, weil uns das total interessiert. Hey. Oh, ich rede im bitteren Geruch einer Niederlage. Okay. Ich habe hier Fortschritt. Hallo, ich bin hier. Und da war der Jay noch gar nicht. Also ist irgendwie strange. Ja, hier gibt es ganz viele Bären. Das sind Yonago-Bären. Nein. Grana-Bären. Okay. Gießen wir doch mal. Warum auch immer wir jetzt hier gießen sollten. Sekunde mal. Hat er die? Nein. Er war einfach schon hier in dieser Route und deswegen sind die Bären in sich zusammen, also sind die wieder in den Boden gefallen wahrscheinlich. Hm. Komisch. Aber waren Yonago-Bären, sahen die nicht genauso aus? Nee, anscheinend nicht. Zwei Qualod-Bären. Oh Gott. Ich habe mich mit den Bären nie so richtig befasst, also ich wusste es nicht genau. Ich konnte zum Beispiel ein paar Nummern auswendig, wie zum Beispiel die Amrena-Bären ist Nummer 1 und die Sinelbären ist Nummer 7 und die 2 ist die Maron-Bären. Sowas zum Beispiel. Und die ganzen Sprüche für die, oh Gott, wie heißt sie, Wasmelbeere, Palmbeere, Mittelbeere und die anderen zwei oder die andere noch eine vierte, ich weiß nicht, ob es fünf oder vier waren, für die Sprüche da drin halt beim Bärenmeister, die weiß ich nicht mehr. Aber der Bärenmeister gibt uns jetzt erstmal ein paar Bären und dann schauen wir Fernsehen. Lukas, ich Bärenmeister, ich träume davon, die Welt mit Blumen und Bären und du hast ja auch eine verdient. Eine Tronzi-Bäre, schön, danke für die Bäre. Jay packt, sei nicht so schüchtern nicht, nimm noch eine, genau, eine Grana-Bäre und dann kriegen wir, glaube ich, nochmal eine? Nee, nicht. Ja, lass die Welt der Blumen. So, was ist denn hier? Auf die Suche nach Trainern. Pia, hallo, heute besuchen wir dich und ein neues Talent und unsere Kamera. Und jetzt und etwas, wir sind schon früher gegen Jay angetreten und wir versichern, dass der Trainer viel stärker geworden ist. Ich wusste sofort, dass wir hier einen ganz besonderen Trainer von uns haben. Die beste Art, das Können eines Trainers festzustellen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Das haben wir gemacht. Und so endet er schließlich der Kampf gegen Jay. John ist dominierende Vorstellung, schlug uns vernichtend, zerknüllte uns wie Plastikpapier und warf uns weg. Jay ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. So, mein ganzes Selbstbewusstsein da und die Folge unserer Entdeckung. Wir wurden geschlagen und überhaupt. Oh, allein das macht, ob ich fordere den Trainer. So, okay, nach unserem Kampf. Stellungnahme der Trainer sagte Arbeit. Die Pokémon Stolrak und Schwalbos und Jay und Arbeit. Sehr tiefsinnig. Da steckt ein Lieferanschein und kein Wunderer, dass dieser und das nächste Mal, okay. Arbeit. War es eine Arbeit für ihn, das Zeugs zu machen? Sag mal, Kind, du kennst dich zufällig einen guten Spruch. Ja. Ich kenne einen, aber ich. Hab die Sprüche vergessen. Ich hab die verdammten Sprüche vergessen. Ich weiß echt nicht mehr, was die Sprüche dafür waren. Das eine war zum Beispiel Latios anmutig und Latias anmutig oder irgendwo, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und dann kann man was mit oder Palbeer. Aber Latios und Latias haben wir ja noch nicht. Als Dingens. Nee, noch nicht. Und für die Mittelbeere weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Deswegen, wir gehen vielleicht irgendwann nochmal hier hin. Aber, ja. Unsere vier Enkelkinder und dann genau. Danke. So, ich verbrauche schon viel zu viel Zeit jetzt wieder. Aber egal. Ein Doppelkampf noch. Und dann können wir endlich in die richtige Richtung begeben. Oder so, ähnlich. Mit Punk und Merlin. Moment, Plantman ist doch... Moment. Dann machen wir das. Plantman hat Zerschneider. Ugh. Da könnte ich richtig auslüppen, dass er ihn Zerschneider für Absorber beigebracht hat. Naja, gut. Ich denke mal, er hat von Duflor von Anfang an nichts anderes gesehen als ein Pokémon, das halt die Puderattacken kann. Und ja, das mag ich aber nicht, weil Giftpuder ist, gut, Giftpuder ist noch ganz nützlich, aber vor allem Dingens, Gampur, Säure, und Surfer. Ja. Schutzschild. Weil Giftpuder, ja, aber Stachelspore. Stachelspore ist richtig unnütz, wenn man sowieso Schlafpuder hat. Also, ja. Ja, Puder schützt sich selbst. Plantman setzt Säure ein und Papinella wird
betroffen, aber Pudok schützt sich natürlich selbst. Und wir machen das gleiche nochmal, wenn Pudok seinen Gigasauger eingesetzt hat, den er logischerweise nicht gegen Poge einsetzt. Nein, das würde zu viel Sinn machen. Er, ein männliches Papinella. Wobei man bei Pokémon allgemein von S spricht. Ein Es. Okay. Ich habe bei Surfer nicht verstanden, warum Surfer als VM fungiert, dass man auf dem Wasser reiten kann, aber die Attacke selbst plötzlich aus dem Nichts plötzlich eine Welle erzeugt. Also, ja. Komisch. Oder eine Flut. Eine Welle oder eine Flut, wie auch immer. Egal. Gut, das bringt jetzt wenig. Wir können Geheimpower mal einsetzen. Und Pongy setzt, Walzer, Zertrümmerer, Rückkehr ein. Rückkehr. Okay, und das Pudox ist vernichtend geschlagen, weil Rückkehr ist awesome, wenn das Pokémon einen liebt. Und Pongy erreicht Level 34, das freut uns doch. Und riesig... Haben wir denn irgendwas, was wir verlieren könnten? Das Teil kann verfickt nochmal zwei VMs. Risikotacke gegen Rückkehr? Oder gegen Walzer? Zurück, Walzer! Aber Risikotacke an sich ist eine verdammt gute Attacke. Wir können Rückkehr nochmal kaufen, oder? Ja! Oh Gott, ich... Mann! Ich bin gerade hin und her gerissen. Ach komm, so. Weg mit Rückkehr. Obwohl Rückkehr, wie wir gesehen haben, gerade verdammt gut ist. Aber hey, wir können es nochmal kaufen, so viel ich weiß. Im Einkaufszentrum von Seegraswip. So, und das war's mit diesen Zwillingen. Und endlich mal ein bisschen Fortschritt haben wir dann hoffen wir. Haben wir dann hoffentlich mal dann später, weil, ja. Und bitte kein wildes Pokémon. Ein Friezelblitz, okay. Mir ist gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass Friezelblitz nicht mehr mit TZ geschrieben wird, sondern mit Z einfach nur. Der Schneiderschlaf wurde Säure. Säure ist ganz okay und macht auch ganz okay Schaden. Es braucht sicher drei Treffer oder so. Nee, okay, zwei scheinen auszureichen. Scheinen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Funkensprung, wow. Und wir sind nicht paralysiert, okay. Diesmal möchte ich mal pünktlich aufhören und nicht so wie sonst. Immer so, ja, die Überlänge. Okay, du bist einfach der Radfahrer, der uns sagt, hey, wir können hier nicht mit dem Rad fahren. Und ja, gut, das Gras hier könnten wir zum Beispiel zerschneiden, aber nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hey. Danke. Du mit dem Mimikry-Zirkel, ja. Ach, ein Pokémon. What the? Ein Tropius! Ich sag's euch, das erste Mal, als ich einen Tropius gesehen habe, ich bin so ausgeflippt. Ich dachte mir, was zur Hölle ist das für ein Pokémon? Ich finde Tropius verdammt geil irgendwie. Also, es ist halt einfach awesome irgendwie, ne? Zauberblatt. Aber gut, Geheimpower ist normal, deswegen, aber es zieht nicht viel ab. Tropius ist von der Erscheinung her einfach übelst. Wenn es einfach mal so reinkommt, ein Tropius plötzlich, du hast, ja, ey, zu genial. Okay, benutzen wir Säure, Schlafpuder erstmal. Wenn dann, ich möchte das Tropius, wenn dann schon fangen, ne? Warum nicht? Ich meine, hey. Und dann habe ich auch voll viel Fortschritt. Ich lasse den Jay praktisch an derselben Stelle raus. Ja. Gut. Ja. Naja, gut. Oh. Ja, okay, gut. Ich glaube, wir können nochmal Säure einsetzen und dann passt das. Oder wir setzen jetzt einen Hyperball ein. Wir haben eh zwei Stück. Ich möchte noch irgendwie ein bisschen was schaffen. So ein bisschen minimal. Ein Hyperball. Da. Ich dachte, wir haben zwei. Oder stand da gerade einer? Dup. Und bing. Yay. Toll. Tropius wurde gefangen. Dieses toll. Und dann gehe ich zu McDonald's. Jetzt dann. Was frühstücken. Ja, es ist ziemlich in der Früh. Und dann sollte ich mal Minish Cap aufnehmen. Ich habe Bock, irgendwie jetzt das aufzunehmen. Okay. Jay hat einen Hypertrank gefunden. Toll, wir müssen gleich aufhören. Ich mache vielleicht 2 Sekunden Überlänge oder sowas. Oder ein paar Sekunden. Oder 1, 2 Sekunden oder wie auch immer. Bitte weiter nach oben, Superschutz. Danke. Ich möchte nur schauen, ob er hier gegen alle gekämpft hat. Und dann... ja, wir gehören zum Mimikry-Zirkel. Das ist toll. Ja, ich musste Jay hier rauslassen. Wir haben 0 Fortschritt, aber hey... Gut.
Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Smaragd. Ich meine, das heißt null Fortschritt. Wir haben da unten bei den Bären-Ding die ganzen Kämpfe gemacht. Da ist er ja nicht lang gegangen. Und warum wir sonst so lange gebraucht haben, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Warum haben wir so lange gebraucht? Egal. Tut mir echt leid für diesen wenigen Fortschritt und bin mal gespannt, wie sich der Joy im nächsten Part aufregt. Zu Recht wahrscheinlich, ja. Das war's, euer Toasty. Ciao.